Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities Skylines. So, wir machen das jetzt ganz anders. Wir machen das jetzt so, wie ich es eigentlich die ganze Zeit schon immer mache, weil es halt jetzt gerade einfach am schönsten so geht. Wir bauen jetzt hier einfach manuell Kreisverkehr wieder rein. Ist zwar nicht immer das Schönste, was man bauen kann, aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, Hauptsache wir kriegen es irgendwie unter, dass wir hier einen Anschluss bekommen an diese Autobahn oder über diese Autobahn. Dann können wir nämlich hier auch nochmal Wohnungen einrichten für die Arbeitskräfte, weil wir haben gerade einen massiven Bedarf an Wohnkräften. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir vielleicht hier irgendwie weggehen. So vielleicht, ja. Weil hier haben wir nämlich auch noch Agrarfläche, die würde ich auch ganz gerne nutzen. Müssen wir allerdings dann später erst machen. Und hier fahren nämlich auch schon die ersten LKWs, die nehmen jetzt das hier, die fahren gar nicht mehr oben rum, sondern unten rum. Das ist schon mal ganz okay. Strom wird auch gerade Mangelware. Oh, es ist nice mit den Brücken, ey. Sowas gefällt mir, sowas finde ich cool. Sowas finde ich richtig cool. Nice. Wunderschön. So. Okay. So, die Brücke an sich gefällt mir schon sehr gut. Das wird natürlich irgendwann schwierig werden. Wir müssen da auf jeden Fall mehr Brücken drüber bauen, sonst wird hier uns der Verkehr irgendwann um die Ohren fliegen. Haben aber auf jeden Fall jetzt schon mal einen zweiten Autobahnanschluss. Ob das hier auf Dauer reicht, wir werden sehen. Wir werden es erleben. Wir bräuchten jetzt aber hier nochmal einen ganzen Sack voll neuer Wohnhäuser. Check das mal kurz an der Stelle. So. Gleich mal einen Zacken. Wunderschön. Jetzt gucken wir mal. Wasser haben wir hier natürlich auch wieder zu wenig. Aber unser Hauptaugenmerk liegt natürlich beim Strom und da natürlich auch bei den Wasserturbinen. Einfach weil die besser sind. Ne? Die erzeugen uns so viel Energie, da braucht man auch nicht so viel Windpark hier. Wie schaut es eigentlich mit Müll aus? 66% voll ist natürlich eine Hausnummer. Was hat sich hier gebaut? Wie angegossen. Okay, also wir müssen auf jeden Fall noch hier weiter investieren. In neue Windparks. 12.000 kostet uns der nächste Schritt. Dann ziehen hoffentlich wieder neue Leute zu. Mir gefällt das mittlerweile. Also das hier so schaut schon richtig gut aus. Wir müssen aber dringend in den öffentlichen Nahverkehr noch rein investieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Hier haben wir ein bisschen Stau gerade. Es liegt aber an den Ampeln, was jetzt gar nicht mal so schlimm ist. Noch kollabiert hier nichts. Erst wenn hier wirklich der Verkehr sich so dermaßen staut, dass gar nichts mehr geht, entferne ich diese Ampel hier. Aber momentan ist sie noch in Ordnung. Ein bisschen im Auge behalten vielleicht. Bis jetzt geht's eigentlich. Das ist jetzt noch nicht so schlimm dabei. Der Verkehr kann fließen. Wir könnten dann auch irgendwann mal sagen, hier ist kein LKW-Durchgangsverkehr. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir könnten auch sagen, dass wir zum Beispiel hier jetzt die Straße einfach ausbauen. Richtung, hier rüber. Müssen wir natürlich hier nochmal ein bisschen anpassen. Einfach um die Dichte noch ein bisschen hoch zu bekommen. So, dann machen wir das nämlich hier alles zu Wohnviertel wieder zurück. So. Wird schon, Freunde. Also ich glaube, das kriegen wir so halbwegs hin. Gut, okay. Gut, jetzt schaut die Sache schon mal viel freundlicher gleich aus. Gut, okay, passt. Und wir haben hier größere Ampeln. Ich hoffe jetzt mal, dass der Verkehr hier nicht die ganze Zeit durchfährt, sondern dass die halt mehr versuchen, jetzt hier abzubiegen. Machen sie auch. Um einfach hier die Spitzen zu entlasten. Dass hier nicht alles da durch will. Na, das geht. Ich glaube, das geht so. So, auf jeden Fall kriegt jetzt erstmal hier eine neue Ladung Strom rein. 19 Megawatt hatten wir gerade. Da haben wir 19 irgendwo gehabt. So hier. Da hätten wir sogar noch 20 rausziehen können. Wahnsinn. Aber Hauptsache wieder ein bisschen Strom auf der Pumpe.
Oh, 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 oh. Kranke Bürger 20, Heilungskapazität ist gut, Durchschnittsgesundheit nicht ganz so gut. Und hier brauchen wir unbedingt eine neue Feuerwehr. Da führt kein Weg dran vorbei, Freunde. Polizeihauptquartier. So, Bildung brauchen wir auch nochmal einen Ticken. Also ihr seht schon, wir haben mega viel vor. Wir haben noch richtig, wir brauchen mehr Geld und da, denke ich mal, führt uns nur der Weg dann hier über dieses kleine Gerät. Also über den Ausbau dieses Plateaus hier drüben. Da müssen wir mal schauen, dass wir das jetzt halbwegs hübsch hinbekommen. Das heißt, wir werden jetzt von hier aus erstmal hier rüber gehen. So, bis hier vielleicht. Und dann werden wir hier nochmal eine komplett neue Siedlung aufbauen. So. Wie gesagt, ich will ja gar nicht, dass es gerade aussieht. Also für alle, die sich jetzt wundern, warum ich so krumm und schief baue, ich will gar nicht, dass es gerade wird. Manche von euch kennen das ja bei mir schon. Ich lege da ganz viel Wert drauf, dass es nicht im Blockstil ist. Auch wenn das vielleicht sogar geschickter wäre, so zu bauen. Aber ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht. Jetzt machen wir mal Folgendes. Um einfach auch wieder den Stil dann an der Stelle zu brechen. Dass wir hergehen und dann zum Beispiel sowas reinbauen. Ist jetzt ein bisschen gerade geworden, aber trotzdem nicht ganz gerade. Ja, das ist dann in Ordnung, finde ich. Können wir jetzt mal gucken, ob wir das, was 1000 kostet, der Spaß. Da kriegen wir halt ordentlich Leute unter, ne? Auf der anderen Seite wird das auch auf der Seite des Flusses natürlich unseren Verkehr nicht gerade entlasten, ne? Also das wird auch ein Riesenproblem für uns noch werden. Ich bin fast am Überlegen, ob wir das zu einer verkehrsberuhigten Zone machen. Einfach um die Leute hier mal ein bisschen dann auch zu beruhigen. Jetzt gucken wir mal, das werden wir auf jeden Fall jetzt hier nochmal schnell festlegen, dass das hier verkehrsberuhigt wird, wenn wir es denn hinbekommen, im Hochpark. Rauchmelder, Recycling, Rauchverbot. Nö, wir können leider noch nichts in die Richtung sagen. Was jetzt aber auch nicht schlimm ist, Freunde. Also ich sehe das jetzt nicht als schlimm an. So, wir gehen jetzt hier erstmal rüber. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Energienotstand. Oder beziehungsweise Geldnotstand eigentlich. Aber ihr seht schon. Hier ist Panik auf der Brücke. Da ist schon richtig viel los. Das wird auch super hier an der Stelle. Wenn wir dann endlich mal ein paar Röhrchen bauen können. So, okay. Jetzt müssen wir nur noch bis hier rüberkommen. Wir könnten jetzt mit Krediten arbeiten, will ich aber wie gesagt eigentlich gar nicht. Wir beschleunigen einfach ein bisschen noch die Spielgeschwindigkeit, dann kommt auch schnell Geld rein. Also dann ist die Sache auch halb so wild. Was ich gut finde, hier staut sich der Verkehr zwar schon ein bisschen, liegt an der Ampel rauswärts. Das Problem wird sich allerdings irgendwann ergeben. Hier ist der Verkehr schon dicht, also der Verkehr, das können wir jetzt hier wahrscheinlich relativ schön sehen. Ne, Quatsch, nicht da, da. Ja, da ist der Verkehr extrem heftig. Das werden wir aber noch irgendwie bei Zeiten lösen können, denke ich. Wie gesagt, spätestens wenn wir hier den Schwerlastverkehr ausschalten, dann wird die Brücke auch wieder ganz anders aussehen. Aber im Augenblick haben wir eben die Probleme und damit will ich jetzt auch gar nicht auch groß hausieren gehen. Das kriegen wir so hin. So. Okay, und jetzt gehen wir hier nochmal rüber. Zack, wunderschön das Ding. Jetzt machen wir das ganze Teil hier zu einer riesengroßen Liebeslagune. Ja, Liebesnest. Wunderschön. So, hier müsste relativ, genau, zügig sich was erstellen. Was wir allerdings ein Problemchen haben wir auf jeden Fall noch, weil die hier nämlich drüben keinen Strom haben. Deswegen geben wir ihnen Strom und dann funktioniert das nämlich. Zack. So, bum, bang, bum, bam. So. Hier kriegen wir eine riesengroße Zuwanderung und jetzt haben wir ein riesengroßes Müllproblem.
weil wir noch keine Müllverbrennungsanlage bauen dürfen und das Ding nämlich knallevoll ist. Riesending. Shit. Wie machen wir das jetzt, dass wir das nicht ganz alles versauen? 4000 kostet uns noch eine neue Kippe. Pass auf, da mache ich jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt trotzdem mit dem Teil hier weg. Und bauen hier jetzt rüber. Und bauen hier hinten dann eine neue Müllkippe am Richtung unserer kleinen Windparkanlage. Das kostet uns der Spaß ein bisschen was. Okay, der Strom hier, das war jetzt natürlich wieder ganz geschickt. Gut, okay, ist dran. Die Leute kommen auf jeden Fall hier im Zuzug. Das ist super nice, das ist echt gut. Was natürlich den Verkehr hier jetzt überhaupt nicht entlastet. Beziehungsweise wir könnten ihn an der Stelle schon entlasten, indem wir einfach die Leute rausfließen lassen. Weil dann kann nämlich hier der Verkehr nachziehen und dann läuft das in der Stadt auch alles besser. Und die Müllprobleme müssen wir jetzt ganz schnell lösen können. Wunderschön, der Verkehr fließt hier raus. Reinwärts möchte ich ein bisschen aufstauen, einfach damit hier hinten der Verkehr besser kommt. Aber raus muss er schnell kommen. So, wir verlieren gerade Einwohner, weil der Müll halt eben auf der Straße liegt. Wie viel kostet uns so eine Kippe? 4000. Jetzt verlieren wir richtig schnell Geld. Unsere Stadt nämlich hier gerade einen Bach runtergeht. Okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. Wir brauchen Geld. 20.000, die nehme ich mir einfach jetzt mal. Die müssen wir natürlich auch zurückzahlen. Ist ja kein... Ist natürlich ganz klar. Aber jetzt im Augenblick interessiert mich das erstmal nicht. Ich baue jetzt hier zwei Müllkippen hin. Und drei wären besser, aber zwei reichen mir jetzt erstmal. Vielleicht haben wir noch Zeit und Geld für einen Friedhof dann hier irgendwo in dem... Ach ja, hier wäre schön. Mit mehr Blick. Also mit mehr Blick. Gucken wir mal. 6 von 7, wunderschön. Damit sollte nämlich das alles hier jetzt auch richtig schön laufen. Oh, wie toll das ist, ey. Wir haben halt echt, das ist ein Friedhof, der hat Ausblick, ne? Wenn man mal guckt. So, was aber schön an der Sache ist, die sind nämlich jetzt alle, also die fahren jetzt alle. Damit sollte es hier jetzt auf jeden Fall funktionieren, dass wir ein bisschen Ruhe in das ganze Ding hier reinbekommen. Weil hier, wir haben Müllprobleme, wir haben Leichen auf den Straßen, das ist alles nicht so schön. Und hier fährt jetzt gerade unsere Mülldeponie-Army los. Ich muss mal ein bisschen langsamer laufen lassen, weil sonst wird das hier, sonst gehen euch ja die Augen über. Ja, da fährt unsere Müll-Army raus. Wunderschön. Wir brauchen auf der Seite um ganz, ganz dringend auch noch Feuerwehr und sowas. Und neue... Aha, wir brauchen Ärzte überall. Eieiei. Ihr seht schon, das beschäftigt uns jetzt noch ein bisschen. Ich hoffe, die Feuerwehr schafft es auch relativ zeitnah hier ranzubekommen. Da kommt sie. Schafft sie es noch? Nee, hat es nicht mehr ganz geschafft. Also ihr seht schon, Feuerwehr reicht auch nicht. Wir müssen jetzt langsam wieder mal schwarze Zahlen schreiben. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Bankrottalarm, Notverkauf. Statt wir müssen Dienstleistungen, bla 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 bla. Wenn sie... Nein. Wir schaffen das, Freunde. Wir schaffen das. Den Notverkauf machen wir noch nicht. Solange noch eine Chance besteht, machen wir das noch nicht. Weil ich glaube nämlich, dass da noch eine richtig gute Chance besteht, dass wir das hinbekommen. Weil jetzt haben wir ja das... wir haben einen Friedhof gebaut. Der hat noch Kapazitäten. Ihr seht schon, der ist durchgehend am Fahren. Weil einfach so viele Leute jetzt hier gerade noch dabei sind. Bodenrichtwert gefällt denen nicht. Müllberge gefallen denen natürlich auch nicht. Aber das hat sich nämlich in dem Fall hier schon gelöst. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen schneller, damit hier auch mal in der Stadt selber haben wir nämlich Staus. Jetzt ist nämlich der Punkt erreicht, wo es kollabiert hier. Und das kriegen wir am besten hin, wenn wir die Ampel einfach löschen. Okay, so. Hier wird es auch hoffentlich bald besser. Ja, das ist halt das Problem jetzt mit am Anfang, wenn man keine Verbrennungsanlage hat. Dann... Es ist halt schwierig, weil ständig die Müllkippen volllaufen. Sobald aber hier dann die ersten Müllfahrzeuge auf der Seite ankommen,
Was ja auch relativ bald ist. Ja, da fährt nämlich schon einer. Nein, wir wollen immer noch keinen Notverkauf. Wir schaffen das. Sobald das dann passiert, dann kriegen wir hier nämlich auch mal einen Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt funktioniert es dann auch. Schauen wir mal, ist hier irgendwo eine Ampel, die sperrt? Nee, ne? Ich glaube nämlich, die Müllberge, die werden nämlich ziemlich schnell hier. Ihr seht schon, da fährt überall mal wieder so ein Wagen durch. Ja, genau. Ich glaube, das wird schon. Genau, das sollte jetzt ganz gut werden. Wir haben natürlich jetzt hier auf der Brücke richtig Ärger, ne? Also ich sehe da durchaus, dass wir jetzt hier zum Beispiel noch eine zweite Brücke drüber schlagen und hier nochmal eine dritte, einfach um hier noch ein bisschen mehr Durchlauf zu haben. Dann wird das auch. Dann wird das auch kein Problem sein. So, ihr seht schon, auch geldtechnisch kommt schon wieder langsam hoch. Die Deponien, die arbeiten wie die Verrückten, also das geht auch schon langsam. Hier der Verkehr über die Brücke ist natürlich sehr dicht, aber auch hier der Stau erhöht sich nicht. Ne, er funktioniert. Nein, ich will Errungenschaften haben. Ich kriege eh keine, weil ich Mods benutze, aber ich will trotzdem keinen Notverkauf haben. Weil wir kommen langsam hoch. Also es dauert nur noch ein Augenblickchen und dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Es ist halt jetzt gerade ein bisschen schnell gegangen mit dem Müll und den Kranken und den Toten. Aber das wird schon. Die Fahrzeuge, ihr seht schon, die haben es jetzt nämlich auch hier rüber geschafft. Und dann wird das nämlich. Ja, hier. Zack, Müllprobleme. Überall werden sie gelöst. Und damit freuen sich die Leute und damit verdienen wir auch wieder Kohle und dann ist alles wieder shiny. Hier hinten haben wir auch noch ein bisschen Müllprobleme, aber das ist alles halb so wild. Wir machen jetzt mal Folgendes, wir schalten die wieder an. Die hat sich nämlich automatisch entleert. Und wenn die Fahrzeuge nämlich jetzt richtig rumfahren, dann sollten wir das mit dem Müll nämlich ratzefatze lösen können, weil der schmeißt wahrscheinlich jetzt alle seine Fahrzeuge auf die Straße und das tut er auch wunderbar. Und damit sollte nämlich sind nämlich die auf der anderen Seite hier ordentlich entlastet. Und wir könnten relativ schnell wieder einen Massenzuzug hier bekommen. Und dann haben wir nämlich hier keine Probleme mehr. Zumindest jetzt vorläufig erstmal. Bis wir hier die ganze Problematik mit den Kranken, mit der Gesundheit gelöst haben. Und da haben wir auch noch ein bisschen Kapazitäten hier. Bildungstechnisch schaut es ganz, ganz furchtbar aus. Müssen wir auch lösen. Die Auslastung müssen wir auch lösen. Ihr seht schon, hier müssen wir unbedingt eine Feuerwehr reinbauen, aber da brauchen wir halt auch Kohle dazu. Jetzt gehen wir nämlich langsam wieder ins Plus. Das bedeutet, ich denke mal, zur nächsten Folge sind wir dann wieder soweit, dass wir hier durchstarten können. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf Zwergtyp. Tschüss.